Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal CLS-Computer seit 1993, nicht zu verwechseln mit CSL, mit dem AMD Ultra Gaming PC 62008 für 2980 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuerst mal zu dem Bild, das hier ist ein Intel-System, das sieht man hier sehr schön am Intel-Kühler, das heißt auf dieses Bild bitte nichts geben, das wird definitiv nicht so aussehen, vor allen Dingen ist hier ein Luftkühler drin verbaut und ihr habt eigentlich eine Wasserkühlung in dem System. Aber hier steht auch wieder leider nicht, dass es nur ein Beispielbild ist, deswegen finde ich das immer ein bisschen, blöd, weil die Leute vertun sich dann, die denken, das sieht so aus, obwohl es in Wirklichkeit in dem Fall geiler aussieht, aber wir kommen gleich noch zum zweiten System, das wird auch lustig. Starten wir. Als Gehäuse haben wir ein Intertech X908 Infini 2 RGB Glasfenster. Ich sage euch ganz ehrlich, lasst die Finger von diesem Gehäuse. Ich hatte es schon hier stehen. Das ist eine Katastrophe, was das Kabelmanagement angeht. Von der Qualität her ganz zu schweigen. Also ich stehe da überhaupt nicht drauf. Ich hatte mal jemanden hier, der wollte das verbaut haben. Nee, ist eine Katastrophe. Also es reicht natürlich aus für dieses System, klar. Nur, es ist ein 3000-Euro-System, da kriegt ihr wesentlich bessere Gehäuse. Das kostet zwar auch 120 Euro, aber qualitativ ist das eine Katastrophe. Sag ich euch so, wie es ist. Also ich mag es überhaupt nicht. Viele mögen dieses Infinimirror-Design, ja, dass vorne dann das alles so in die Tiefe geht. Da gibt es aber auch andere Gehäuse, die wesentlich besser sind. Ansonsten, wie gesagt, passt alles rein. Das ist dann soweit okay. Und das kostet 120,77 € bei Mindfactory. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 7 3700X 8x3,6 GHz. Immerhin flexen sie nicht mit dem Turbo-Boost, wie Hightech das auch gerne macht. Das ist natürlich ein 8-Kern-Prozessor mit 16 Threads. Ihr könnt damit locker streamen und so und auch zocken. Er ist natürlich schon ein bisschen älter. Wir haben jetzt aktuell die 5000er-Generation, davor über die 4000er spricht keiner, die 3000er, also sagen wir mal vorletzte Generation. Das ist soweit okay, der ist jetzt dadurch nicht schlecht, aber die hätten durchaus was Moderneres nehmen können, zumindest bei dem Preispunkt. Hat eine TDP von 65 Watt, das kriegt ihr auch mit einem Luftkühler einigermaßen gut weg. Unterstützt offiziell wie immer 3200 MHz RAM und kostet 283,97 € bei Mindfactory. Als Kühler bekommen wir eine Corsair IQ H100i Elite Capillix 240 mm. Ist natürlich schön, dass sie eine Wasserkühlung genommen haben. Luftkühler hätte auch gereicht, klar, aber bei dem Preispunkt würde ich auch immer eine Wasserkühlung verbauen. Vor allen Dingen könnt ihr dann später noch ein bisschen upgraden, wenn ihr dann auf die 5000 Reihe zum Beispiel geht mit einem 5800 oder ähnliches. Das kriegt ihr dann auch einigermaßen weg. Hat auch 5 Jahre Garantie. Ihr könnt die RGB-Beleuchtung hier noch steuern und so. Die ist natürlich auch gut teuer. 136 Euro, da kriegt ihr schon eine 360er Wasserkühlung von anderen Herstellern für. Aber da will ich nicht meckern. Die kostet 136,36 € bei Amazon. Als Mainboard bekommen wir ein MSI MPG X570 Gaming Plus. Warum man bei einem 3700er Ryzen ein X570 Board nimmt, erschließt sich mir nicht so ganz. Klar, ihr könnt damit hinterher übertakten, wenn ihr da irgendwie noch ein 5000er oder so draufschmeißt. Ist jetzt auch kein schlechtes Board, das funktioniert auch alles. Nur, wenn sie schon auf X570 gehen, hätten sie vielleicht auch ein Gaming Edge von MSI oder so nehmen können. Das ist nämlich noch ein Ticken besser. Ansonsten haben wir eben gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten könnt ihr noch alles schön erweitern, was ich immer sage. USB-Karte oder WLAN-Karte oder ähnliches. Hier kommt eine M.2 SSD rein. Hier unten könnt ihr noch eine M.2 SSD verbauen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir hier 7.1 mit Toslink Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, einmal USB 3.1 und einmal USB 3.1 Typ C. HDMI könnt ihr hier nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Zweimal USB 2.0, P-2 werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, das ist für ältere Mäuse und Tastaturen und ein Flash-BIOS-Button. Es ist natürlich ein grundsolides Board, aber wie gesagt, X570 auf einem 3700 Ryzen, ob das jetzt Sinn macht, lasse ich mal dahingestellt. Aber schön, dass es dann verbauen. Und das kostet 158 Euro bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB DDR4 RAM, 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro. Oh Leute, im Ernst, 16 GB in einem 3000-Euro-System, echt jetzt? Also ich verbaue schon ab 2000 meistens 32 GB. Es braucht nicht jeder, gar keine Frage. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wo Horizon Zero Dawn released worden ist, dass das sogar die 16 GB voll ausgelastet hat beim Performance-Test. Deswegen,
würde ich schon auf 32 gehen. Vor allen Dingen ist das jetzt 3200 MHz RAM. Die erfüllen damit natürlich die Spezifikation von AMD, aber da könnt ihr auch 3600 dann nehmen. Der kostet jetzt auch nicht so viel Aufpreis. Der ist natürlich RGB-beleuchtet, ist auch guter RAM, aber viel zu wenig meiner Meinung nach. Und der kostet 79 Euro bei Mindfactory. Grafikkarte, das ist eine Nvidia GeForce RTX 3080 LHR, Hersteller beliebig. Wenn der Hersteller beliebig ist, nehmen wir einfach mal eine Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC mit 12 GB. Das ist eine gute Grafikkarte, danach kommt noch die 3080 Ti und 3090, AMD hat auch noch ein paar Karten im Lager. Die ist aber soweit in Ordnung zum Zocken und habe ich mir in der Preisklasse auch vorgestellt. Und die kostet 1429 Euro bei Alternate. Noch kurz dabei gesagt, ich werde keinen FPS-Test hierbei machen, weil ihr werdet es gleich sehen beim Warenkorb. Als SSD bekommen wir eine 500 GB Samsung 970 Evo Plus. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3200 MB die Sekunde. 500 GB in einem 3000 Euro System. Oh Leute, warum? Warum? Ein Terabyte mindestens und dann vielleicht noch SSD-Speicher zum Erweitern oder eine HDD. Gut, eine HDD ist drin, aber 500 GB, was wollt ihr damit? Das ist natürlich für so PCs, sag ich mal, im Preisbereich, sag ich mal, 1200 Euro, da ist das angebracht, ja, aber doch nicht bei 3000 Euro, Leute. Vor allen Dingen der Puffer, der gleich noch bleibt, das werdet ihr sehen, hätte locker Platz gelassen für 1 Terabyte, wenn nicht sogar 2. Die SSD an sich ist gut, ja, sie ist auch schnell. Sie ist schneller als so eine Kingston A2000 oder so, aber 500 GB ist halt nichts. Und die kostet 66 Euro bei Playox.de. Hier ist die angesprochene HDD, 2 TB Western Digital Black SATA 3. Ja, 2 TB sind nett, aber ist halt langsam. Da dümpelt ihr dann so bei 120 bis 140 MB die Sekunde rum. Das reicht natürlich auch für Spiele. Da habt ihr etwas längere Ladezeiten als ein anderer, der jetzt mit einer SSD zum Beispiel in so ein Game reingeht. Ist auch schön zum Auslagern, ja, aber 2 TB, ihr seht es am Preis, 115 Euro. So teuer sind die Dinger auch nicht. Dann bekommen wir noch ein 850 Watt EVGA Supernova GT 80 Plus Gold Vollmodular. Ich hatte mal irgendwann gehört, dass diese Supernova Netzteile gerne in Rauch aufgehen. Habe ich irgendwo aufgeschnappt, frag mich nicht mehr wo. Ich habe mal eben nach Artikeln gesucht, ich habe jetzt nichts gefunden dazu. Ich habe YouTube-Videos geguckt, die scheinen nicht schlecht zu sein, die Netzteile, haben auch 7 Jahre Garantie, sind vollmodular, sind 80 plus Gold zertifiziert, kann ich jetzt nicht Schlechtes sagen. Ich habe es nur irgendwie im Hinterkopf, vielleicht hilft mir doch einer auf die Sprünge, irgendwas ist da mal vorgefallen. Ob es jetzt genau das war, weiß ich auch nicht. 850 Watt reichen natürlich völlig aus für dieses System und das kostet 92,99 € bei Computer Universe. Dazu bekommen wir noch Windows 10 Home 64-Bit. Ja, ob jetzt Home oder Pro, macht jetzt bei dem Preispunkt keinen Unterschied. Das kostet 20 Euro. Bei meinem Partner kriegt es dann für 13 Euro. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Ihr müsstet euch dann natürlich dann noch einen USB-Stick fertig machen mit dem Microsoft Media Creation Tool. Und dann steckt den Stick rein, installiert. Aber wir nehmen es jetzt mal so mit. Service haben sie 5 Jahre Service. Das bedeutet, nach diesen 3 Jahren Garantie habt ihr noch 2 Jahre Luft. Sagen wir jetzt mal, Netzteil raucht ab oder Mainboard geht kaputt oder irgendwas in der Art. Dann könnt ihr das System da hinschicken, müsst dann diese Ersatzkomponenten bezahlen, aber nicht die Reparatur. Das bieten die an, das ist ganz nice. Und dann sind wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommt auf einen Gesamtpreis von 2470,99 €. Das System soll kosten 2980 Euro. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sich meine Videos bald nur noch um solche Abzocke-Sachen drehen. 500 Euro! Kenne ich irgendwoher. Hatte ich, glaube ich, im letzten Video. Und im Video zu Hightech. Und in manch anderen Videos noch. Alter, 500 Euro. Gebt euch das mal. Gut, das mit der Garantie ist ganz nett. 3 Jahre Garantie ist nicht selbstverständlich. Agando macht das, Dubaro zum Beispiel nicht. 5 Jahre Service ist auch ganz okay, klar. Aber 500 Euro? Wo kommen die her? Ich sag's ja immer wieder, ihr könnt die Komponenten, die werdet ihr hundertprozentig irgendwo bei Mindfactory finden, da wisst ihr sogar dann, welche Grafikkarte ihr kriegt, die könnt ihr euch für 150 Euro da zusammenschustern lassen. Dann habt ihr natürlich nicht diese 5 Jahre Garantie, also Service, 3 Jahre Garantie, aber ihr habt trotzdem Garantie auf die einzelnen Komponenten. Wenn ihr jetzt so ein Netzteil zum Beispiel, sag ich mal, 7 oder 10 Jahre Garantie hat, habt ihr das bei Mindfactory. Geht das nach 8 Jahren kaputt, sagt er, ey, Mindfactory hier, neues Netzteil. Beziehungsweise dann beim Hersteller, Be Quiet oder wer auch immer dann dahinter steht. Be Quiet, wo wir gerade beim Thema sind, sind auch sehr kulant. Das Thema hatten wir eben noch auf unserem Discord-Server, wenn da irgendwas ist, die schicken sofort ein neues zu. Ja, also nee. Und ich dachte, gut, das könnte ja wieder ein Ausreißer sein. Das mache ich jetzt irgendwie immer bei den Videos. Man stellt sich so vor, gut, alles klar, da ist jetzt ein PC, der ist zu teuer, könnte ein Ausreißer sein, Preise nicht aktualisiert oder so. Dann gucken wir uns jetzt mal noch einen anderen an. Den machen wir tatsächlich auch noch mal ein bisschen ausführlicher, so wie den anderen eben, aber etwas schneller. Das ist der AMD Ultra Gaming PC 62017 für 5232 Euro. Wenn wir uns das Bild angucken, dann sind das hier alles hauptsächlich MSI-Komponenten, also das Gehäuse und die Wasserkühlung. Kann das sein?
Habt ihr schon mal so eine Wasserkühlung von MSI gesehen? Also ich nicht. Ich sehe da oben Cooler Master Logo. Ey, erst Photoshoppen und dann auch noch schlecht. Das ist schon... Uff, also das System wird definitiv nicht so aussehen. Auch nicht mit diesen Kabeln hier. So, das ist totaler Quatsch. Es ist ein Cooler Master Radiator mit einem MSI-Logo auf der Pumpe. Also ich könnte mir vorstellen, dass MSI oder Cooler Master nicht gerade amused drüber sind, wenn man irgendwelche Komponenten mischt. Das funktioniert nicht. Das gibt's nicht so in der Kombination. Auch hier unten der Grafikkartenhalter, der ist nicht dabei. Gebt auf dieses Bild bitte nichts. Das ist schlecht gefotoshoppt und das System wird auch definitiv nicht so aussehen. Das Gehäuse ja. Der Rest, nö. Kommen wir aber zu dem System. Hier haben wir das MSI MPG Sekira 500X Glasfenster. Das Gehäuse ist nicht schlecht, es passt alles rein. Der Airflow ist so lala, also es hat an der Seite Mesh und oben auch noch so Mesh, dass das einigermaßen da durchfliegt. Das ist okay, ich hätte ein anderes genommen. Ich will darauf jetzt nicht schimpfen, qualitativ ist das wohl in Ordnung. Ja, ihr habt auch viele Erweiterungsmöglichkeiten, um noch HDDs und so einzubauen. Aber für den Preispunkt von 220 Euro, da kriegt ihr zum Beispiel ein O11 Dynamic XL ROG dafür. Ich weiß, es ist ausgelutscht, aber das würdet ihr kriegen. Das sind diese Gehäuse, die jeder Streamer irgendwie im Hintergrund stehen hat. Ihr kennt das ja. Dann bekommen wir einen AMD Ryzen 9 5900X. Das ist ein Top-Prozessor. Danach kommt noch der 5950X, den braucht aber kein Gamer. 5900 kann man drüber streiten, wenn man jetzt streamen will oder was. Mehr Kerne sind immer gut. 12 Kerne, 24 Threads, 105 Watt TDP, ja, in Ordnung. Der ist schon ganz geil. Und der kostet 489 Euro bei Mindfactory. Dann bekommen wir dazu wieder die gleiche Wasserkühlung wie eben schon. In dem Fall ist sie allerdings weiß. Fragt mich nicht warum. Ich finde, das sieht kacke aus. Aber das muss jeder selber wissen. Eine 240er Wasserkühlung bei einem 5900X ist gewagt. Der wird sehr warm. Also mein 5.8er, wenn ich render, erreicht schon so um die 75 bis 80 Grad mit einer 360er Wasserkühlung. Die hier ist kleiner. Das ist wirklich gewagt. Aber wie gesagt, warum sie weiß ist, verstehe ich auch nicht. So eine weiße Wasserkühlung in einem schwarzen Gehäuse kann geil aussehen, wenn die anderen Komponenten auch weiß sind. Sind sie aber in dem Fall nicht. Hm. Und die kostet 129,87 bei Mindfactory. Dazu bekommen wir ein MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Ist ein gutes Board. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich zeige jetzt nicht die Anschlüsse. Das dauert dann zu lange. Es ist ein gutes Board, hat RGB-Beleuchtung, viele Erweiterungsmöglichkeiten, dass euch das schon mal gesagt ist. Das hätte ich mir in einem anderen PC gewünscht. Das hätte ich jetzt so gesagt, okay, aber mit einem anderen Prozessor natürlich. X570 bei dem 5900er macht auch Sinn wegen Übertaktbarkeit, hat sogar noch WLAN und Bluetooth und kostet 228,83 Euro bei Mindfactory. Dann bekommen wir 64 GB DDR4 RAM 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro. Yo, bei dem einen ist es zu wenig, bei dem hier ist es zu viel. Ja, ob man das sagen kann bei dem Preispunkt 64 GB bei einem 5000 Euro PC. Ja doch, ist okay. Wieder nur 3200 MHz. Fragt mich nicht warum. Ich zeige euch gleich den anderen Puffer auch noch. Der hätte hier auf jeden Fall 3600 da reingepasst. Hier steht jetzt 32. Ich packe dieses Set zweimal rein, denn die haben vier Riegel verbaut. Und der kostet 136,87 bei Mindfactory mal 2 natürlich. Um das Ganze noch zu untermauern, hier steht tatsächlich Kapazität 64 GB 4x16. Das war gerade der Voice Crack des Todes. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet. Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB GDDR6X. Da es wieder beliebiger Hersteller ist, nehmen wir die MSI. Die 3090 ist das höchste der Gefühle aktuell. Was Stärkeres gibt es nicht auf dem Markt von Nvidia. Zumindest nicht, was das Zocken angeht. Die hat 24 GB. Es hätte auch eine 3080 Ti gelangt. Die hat ungefähr die gleiche Leistung mit etwas weniger VRAM. Aber da will ich auch nicht meckern. Bei einem 5000-Euro-System sollte schon das Beste vom Besten reinkommen. Und die kostet auch 2389 Euro bei Mindfactory. Und auch hier werde ich keinen FPS-Test machen. Nicht, dass ihr auf den Gedanken kommt, diesen PC zu kaufen. Als SSD haben wir wieder eine 500 GB Samsung 970 Evo Plus. Die mache ich jetzt nicht auf. Die hatten wir eben schon. In einem 5000 Euro PC. 500 GB SSD-Speicher. Der Rest ist HDD, ne? Ey Leute, da hätte 2 Terabyte reingehört. Und zwar das Schnellste vom Schnellsten. In dem Preispunkt... Ich verstehe nicht, wie man einen 5000 Euro PC mit einer 500 GB Festplatte anbieten kann. Ich habe mich bei dem anderen eben schon aufgeregt. Das hier ist Humbug. Wir haben auch wieder die gleiche HDD drin. Ich glaube, die verändern da gar nicht so viel. Die haben die Gehäuse schon fertig da stehen, klatschen auch die SSD rein, die HDD ist schon drin verbaut und dann ab. Als Netzteil bekommen wir 1200 Watt Be Quiet Dark Power Pro 12 90 plus Titanium Vollmodular. Ja, geiles Netzteil. Absolut berechtigt. In dem Preispunkt sowieso 1200 Watt. Ihr denkt jetzt, das ist viel. Ich sag's immer wieder, bei 50% Auslastung unter Last, also wenn ihr jetzt zockt oder irgendwas rendert oder so, seid ihr am effizientesten.
Das ist dann hier der Fall. Da seid ihr so jetzt, sag ich mal, bei 600 Watt, jetzt mit der Auslastung Grafikkarte und CPU. Das kommt schon gut hin, ist natürlich schweineteuer, aber auch berechtigt. 10 Jahre Garantie, voll modular, ist ein geiles Teil und kostet 315 Euro bei Mindfactory. Dann spendieren die euch noch einen Lüfter, einmal 120 mm Corsair Light Loop LL, 120 RGB, weiß. Warum weiß? Verstehe ich nicht. Will nicht in meine Birne rein. Passt überhaupt nicht. Optisch, finde ich. Keine Ahnung. Ich würde es gerne mal sehen, aber geht ja nicht. Wir haben ja kein Beispielbild. Ansonsten ist halt ein Lüfter, ja. Kostet 24,87 Euro, packen wir auch so rein. Hier bekommen wir auch wieder Windows 10 Home, brauche ich nichts mehr zu sagen. Service, 5 Jahre Service, 3 Jahre Garantie, hatten wir auch schon. Und dann haben wir jetzt hier nochmal den Vergleich. Hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da kommt er auf den Preis von 4.271,34 Euro. Das System soll kosten 5.232 Euro. Knapp 1.000 Euro obendrauf. Ich sag's euch gerne nochmal, das System kriegt ihr sehr wahrscheinlich bei Mindfactory ähnlich zusammengestellt, ohne diese weiße Scheiße da drin, für 150 Euro zusammengebaut. Fällt natürlich wieder diese Garantie und diese Service-Geschichte ein bisschen anders aus. Ey Leute, 1000 Euro, ist das hier Hightech 2.0 oder was? Alter Schwede, und das scheint ja auch irgendwie kein kleiner Schuppen zu sein. Ich meine, da steht CLS seit 1993. Die gibt's schon eine Weile. Deswegen verstehe ich nicht, wie man in so ein System eine 500 GB Festplatte einbauen kann. Oder RAM, der gerade mal die Spezifikation des Prozessors irgendwie untermauert. Das will bei mir nicht in die Birne rein. Also ich rate euch auf jeden Fall ab. Ich mache dazu auch keinen FPS-Test. Wie gesagt, 1000 Euro. Nee, echt nicht. Absolut nicht. Falls ihr noch irgendwie einen Shop habt, wo ihr das Gefühl habt, dass die legit sind, ja, also dass sie auch wirklich keine Scheiße machen, dass das jetzt nicht so ein Scam-Shop ist, sondern wirklich ein Shop, den man einigermaßen kennt und wo solche Systeme zu finden sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich mache da gerne Videos drüber. Das macht mir mittlerweile richtig Spaß. Ihr habt da scheinbar auch Bock drauf, wenn ich mich so ein bisschen aufrege, keine Ahnung. Aber wer sowas kauft, ne? Also, nee, echt nicht. Und ich würde es echt mal gerne sehen, wie das aussieht mit dieser weißen Rotze da drin. Diesen einen weißen Lüfter. Und diese weiße Wasserkühlung in einem schwarzen Gehäuse, wo der Rest auch schwarz ist. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Joint gerne unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Ich sehe des Öfteren, dass die Leute Fragen zu ihrem System haben. Schreibt's nicht in die Kommentare, schreibt's im Discord. Und bitte nicht mir persönlich, sondern einfach in den Channel rein. Unsere Berater, beziehungsweise ich, wir kümmern uns drum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.